Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dismantle. Wir, ja gut, was machen wir in diesem Spiel außer grinden? Nee, aber wir grinden heute tatsächlich mal ein bisschen die letzten interessanten Orte ab. Und die Angelstellen würde ich vielleicht noch so finden, aber die ganzen Grabespots eher nicht so. Wobei ich gesehen habe, so ein paar potenzielle Digging-Spots, wo hatte ich denn rumgeguckt? Irgendwo hier ganz im Osten, ne? So ein paar potenzielle Digging-Spots sieht man halt schon noch. Hier zum Beispiel, das könnte tendenziell einer sein. Das schreit so ein bisschen danach, aber wenn man danach die Map absuchen will, also, nee. Nee, da habe ich halt einfach Besseres zu tun. Und ich habe mir jetzt nebenan im anderen Browser, also auf einem anderen Monitor im Browserfenster, mal eine kleine Map aufgemacht. Beziehungsweise eine Seite, wo einfach nach den einzelnen Gebieten sortiert die ganzen interessanten Orte markiert sind. Und dann grinden wir das da einfach mal ein klein bisschen ab. Vielleicht finden wir auch noch ein bisschen was so, aber jetzt hier einfach stundenlang planlos in der Gegend rumlaufen und hoffen, dass wir irgendwas finden, ist mir ein bisschen zu müßig, um ehrlich zu sein. Von daher machen wir das mal nach Plan. Wir starten offensichtlich in Midstadt, wo uns auch noch ein bisschen was fehlt. Das heißt auf Englisch einfach Central und dann gucken wir doch mal, wo sind wir denn? Wir sind an dem Lagerfeuer. Also ich sollte vielleicht auch ein bisschen runterscrollen. So trifft es das eher. Uns fehlt, glaube ich, hier gar nicht so viel. Uns fehlt hier einen Digging-Spot, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir doch einfach mal rüber da. Kicken wir mal. Ach so. Wenn wir jetzt natürlich eh nur so ein Stuff machen und hier nicht mehr wahnsinnig viele Monster rumpelzen. Ich habe nicht die Gasmaske auf? Ich bin. Nee, offensichtlich nicht. Okay, vielleicht sollten wir das nochmal machen. Ich wollte gerade sagen, dann können wir ja gerade mal einfach. Achso, und die Schaufel brauchen wir definitiv dann auch, wenn wir buddeln wollen. Ich pack mal die Treats für die Rehe mit ein. Also da werden wir jetzt in der Stadt nicht so viele finden. Vermutlich eher gar keine, aber dann können wir das nebenher schon mal machen, weil wir müssen halt, glaube ich, irgendwie für die Medaillen noch so 50 Tiere zähmen oder so. Also schon halt noch viel zu viele, prinzipiell. Ah, das ist bestimmt hier an dem Grabstein, oder? Ajo. Den musst du aber auch erstmal sehen und dann darauf kommen. Ich meine, es ist natürlich ein sehr random Grab irgendwie. Aber okay. Gut. Fehlt uns noch was? Gucken. Fishing Spots haben wir. Wir können ja. Achso, warte mal. Wir sehen das ja tatsächlich an der Landkarte. 95% sind wir jetzt. Also zwei, drei Sachen fehlen noch. Den Digging Spot haben wir. Am Rathaus hier gibt es angeblich noch einen. Und hier kann man noch irgendwo angeln. Ich glaube, hier in der Ecke. Wenn ich das richtig sehe. Gut, dann laufen wir doch erstmal die Küste runter und angeln da. Sind noch genug Rehe übrig? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt auch locker irgendwo hier in dem Gebiet. In dem Gebiet? Ich glaube. Wo ist denn dieser furchtbar benannte See? Hier. Ich glaube, in der Nähe von dem Lagerfeuer hier in dem Gebiet respawnen irgendwie direkt 3, 4 Rehe oder so. Also das geht schon. Rentiere im Norden haben wir halt auch noch genug. Also ich habe zwar schon eine Menge weggeklatscht, aber da geht schon noch was. Da ist nur Luft nach oben. Das Gefühl.
Gefühl ist das Spiel lauter als sonst. Ich weiß nicht warum. Warum ist Musik überhaupt an? So. Stimmt, wir sind hier einfach noch nie die Küste abgelaufen, ne? Hatten wir einfach irgendwie nie nötig. Ah, da sind doch noch Gegner. Dann klopfen wir doch mal freundlich an. So, dann sind es nämlich am Ende einfach nur noch 9 Gegner, die hier stehen in dem Gebiet. Das ist da auch schon mal was. Und da kann man tatsächlich angeln. Sehr schön. Weggetauscht. Warum habe ich denn die Schaufel weggetauscht? Ich wollte den Handschuh wegtauschen. Aber okay, passt schon. Wie gut, dass wir einfach überhaupt keinen Platz haben. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, so viel kaputt gemacht zu haben, aber offenbar haben wir trotzdem ganz viel Kram eingesammelt. Nun gut. So, und dann einmal quer rüber. Das ist im Leben kein Digging-Spot, oder? Nur weil da gerade ein... Nein. Nur weil da zufällig ein Stein lag? Nein. So, Le Rathaus. Hier irgendwo angeblich. Wahrscheinlich da auf der anderen Seite der Mauer. Also ja, schon. Aber wenn die, also solange die Mauer da noch steht, siehst du den halt auch nicht. Die sind schon teilweise echt gut versteckt und so obvious ist der jetzt auch nicht. Also ja, hier ist ja alles schön, schön begrünt, aber irgendwie mal so ein random brauner Patch da. Springt mich jetzt nicht unbedingt an. Aber dann haben wir Mitstadt 100%. Ich finde es immer sehr schön, dass man das direkt hier unten sieht. Alright, dann wetzen wir mal zurück zum Turm. Und gucken mal, da haben wir 100%, da haben wir 100%, da haben wir 100%, da haben wir 100%. In Polaris, ich würde mal erstmal den Norden machen, weil der Norden nervt mich irgendwie am meisten. In Polaris haben wir nur 81%. Das heißt, da wird noch ganz gut was fehlen. Wo ist denn der Turm da überhaupt? Ach, da oben. Ja, okay. Gut, aber dann gehen wir mal dahin. Ich hau unterwegs nochmal so 2-3 Sachen kaputt, ne? So. Zumindest so ein paar Fahrzeuge, die im Weg stehen. Da kann man das mal machen. Oh, Gegner. 3 Stück. Schön, dass wir da auch erstmal das Geländer hauen, statt dem Fernkämpfer. Oh Gott, wenn ich überlege, dass wir die einfach halt auch noch theoretisch 3-mal wiederbeleben müssen, habe ich halt überhaupt keinen Bock dazu. Aber ich sehe es mich trotzdem irgendwann machen. Oh, hi. Man wird schon sehr sorglos irgendwie mit den Endgame-Waffen. Also was ich gerade in dem Kampf an Hitpoints verloren habe, war
halt so auch einfach nicht nötig, ne? Aber naja, sei es drum. Also wir können auf jeden Fall mal den Marker von der Map wegnehmen. So, dann stehen hier nur noch 5 Gegner. Dann können wir theoretisch am Turm auch nochmal kurz scannen, wo die sind. Bin viel zu weit nach Süden gelaufen, ne? Warum kommt Stoff aus dem Ding? Na, vielleicht von den Sitzen oder so. Oh, die sind nicht so weit weg. Wollen wir die 5 eben... Ah, wobei, die 2 schon. Aber guck mal, 2 sind einfach straight up im Norden. Einfach wirklich ganz direkt hier hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Die können wir eben nochmal mitmachen. Eins. Lustigerweise zählte davon jetzt nur der eine, obwohl sie beide in dem Gebiet waren, aber die wandern... Ich weiß nicht, wenn die über die Grenze wandern, zählen die dann trotzdem zu ihrem Spawngebiet oder? Fragen über Fragen. Oh, Level Up. Mehr nutzlose Skills, yay. Wie nett, ich bin klüger. Ich weiß ja nicht. Den Spruch hatten wir, glaube ich, aber auch noch nicht, oder? Also wahrscheinlich schon, ich habe ihn vermutlich nur vorher nicht gesehen. Wo wollten wir ihn? Hier hin, ne? Da muss ich dann auf jeden Fall gleich nochmal andere Klamotten ausrüsten, sonst frieren wir uns dann nämlich instant den Arsch ab. Da brauchen wir statt der Achso, die Wärmflasche haben wir sogar noch. Ja, die würde ich sogar mal behalten, aber die Laufgeschwindigkeit brauchen wir gerade nicht wirklich. So, Gott, hier stehen einfach noch 38 Gegner, ne? Also die werden halt großteils in dem Gebiet sein. Und ich schätze, in dem Gebiet wird mir auch noch das meiste fehlen. Polaris, wo habe ich es denn? Nicht Borealis? Oder ist das Borealis? Nee, hier Polaris. Das sieht richtig aus. Mach mal groß. Sag mal, wollen die mich verarschen? Hier ist angeblich ein Fishing-Spot? Da bin ich doch achtmal. Sind wir nicht letztes Mal extra noch diese Küste lang gelaufen, um zu gucken, ob da ein Fishing-Spot ist? Ich meine, ich gehe da jetzt hin und wenn da einer ist, soll es mir recht sein, aber. Habe ich den wirklich mehrfach übersehen? Und der Chat dann offensichtlich auch? Offensichtlich. Nun. Ich hätte schwören können, wir sind letztes Mal diese Küste lang gelaufen, aber gut. Und ich habe mich noch gewundert, dass an der kompletten Nordküste nichts ist. Ja, ich sehe schon die YouTube-Kommentare eskalieren. Oh, du hast einen Fishing-Spot übersehen bei 12 Minuten 38. War genau im Bild. Alright, dann gib mir doch mal kurz den Handschuh wieder. Ups. So, wo haben wir denn noch was? Den Fishing Spot haben wir, den haben wir. I fucking knew it. Es gibt hier doch noch einen Digging Spot in dem Mana-Teil drin. Also wir müssen auf jeden Fall direkt nochmal in den Krater. Come on. Wo kommt denn da jetzt das random Gas her? Und nur jetzt sind wir hier. Na gut, wir waren zwischendurch an keinem Lagerfeuer, ne? Die Leiche wieder kriege. Also nicht, dass die jetzt wahnsinnig viel tollen Loot gehabt hätte, aber so aus Prinzip hätte ich sie, glaube ich, schon ganz gern.
brauchen wir eigentlich, also ich weiß, es ist eine sehr verwerfliche Frage, aber brauchen wir überhaupt noch Loot? So grundlegend ja eigentlich nicht, oder? Also wir haben ja alles gecraftet, was man craften kann. So, ist denn... Da oben ist die Leiche, okay. Na komm, dann machen wir hier gleich noch ein bisschen Tabula Rasa bei den Steinen. Natürlich, erstmal schön unsere Leiche punchen. Einmal mitgenommen. Die Bäume hier, ne? Schon eher furchtbar. Vor allem ist hier die Röhre halt offen. Und da ist nirgendwo Gas. Also halt nirgendwo. Aber nun ja. So, wir wollten den... Achso, wir müssen schon da durch, ne? Was liegt denn da noch? Können wir das noch lesen? Ist das noch wichtig? Ob das für die Geschichte wichtig ist, habe ich gefragt. Ah nein, das hatten wir gelesen. Das haben wir nur nicht kaputt gemacht. Okay. Steht hier für Müll rum. Na komm schon. Wie lange kann so ein Eisengerüst denn brauchen? Mit dem Power Glove. Halt, dadurch ist schon richtig. Können auch einfach endlich mal den Zaun hier kaputt machen. Also nicht, dass wir das vorher nicht auch gekonnt hätten, aber es war mir vorher einfach nicht wichtig. So, dann... So, und das Teil ist jetzt mit 3 Schlägen kaputt? Na gut, vielleicht war ein Crit dabei, weiß ich nicht. Ganz schön kalt. Stell dir mal nicht so an. Na gut, dass sie den riesen Mana-Krater absperren, das, also das war irgendwie zu erwarten. Wenn wir schon dabei sind, reißen wir auch gleich noch ein bisschen was von dem Haus weg. So, und dann... Jetzt muss ich nur gucken, auf welche Ebene wir müssen. Wir müssen, glaube ich, schon relativ weit runter. Ich glaube, hier müsste das sein. Also... Nicht. Hier so? Ah ja. War ja total offensichtlicher Spot. Wäre ich ohne Map auch total drauf gekommen. Warum steht denn da oben noch ein Gegner? Way! So, den Spot haben wir, aber hier ist weiter unten noch einer. Wie kam ich hier doch gleich runter, ohne zu sterben? Ich mache ja erstmal hier oben drauf alles platt. Dann müssen wir hier im Zweifelsfall nicht nochmal hoch. Oder
das sieht ganz gut aus, oder? Der Rest müsste... Ja. Ich könnte mich hier auf irgendeinen Stein fallen lassen. Ich weiß nur nicht mehr auf welchen. Irgendwo hier drüben, glaube ich. Ja, hier. Gut. Offenbar nicht auf den. Ach nein. Sondern ich hätte auf den leicht größeren da drüber gemusst. Schade. Hauptsache erstmal sinnlos Köder in die Gegend werfen. Extrem wichtig. Okay. Ich gehe jetzt einmal aus Prinzip an das Lagerfeuer. Wer weiß, wann wir das nächste Mal sterben. Dann sind wir zumindest in der Nähe von einem Turm. So, auf nochmal nach Polaris. Das ist auch schon so die halbe Stunde der sinnlosen Tode, oder? Kommen wir hier irgendwie schneller da unten hin? Ah jo, wir können einfach hier lang laufen. Hier gibt es sogar noch Pilze. So, und hier müsste doch... Genau, hier ist direkt... Nein, Mann. Gib mir den Handschuh, nicht die Scheißköder. So, dann haben wir hier unsere Leiche wieder. Ist aber auch total klar, wenn ich auf den Stein springe, kriege ich 4 Schaden. Wenn ich von da oben auf den springe, bin ich instant tot. Das ist vollkommen logisch. Kann ich den großen Stein eigentlich theoretisch abbauen? Könnte ich. Dann kämen wir da aber halt nie wieder weg, oder? Also nicht lebendig. Dann wäre da schon... Ist wir irgendwo anders? Oh, ob ich auf den Zaun kann? Ich sterbe doch hier jetzt wieder, oder? Aber warte mal. Ich schicke erstmal den ganzen Kram weg. Nee. Wobei, warte mal. Ich habe, glaube ich, eh alles andere kaputt. Na, wobei, wir könnten es. Könnten versuchen. Letztes Mal sind wir hier auf den Kram gegangen, den ich jetzt aber gerade komplett weggekloppt habe. Okay. Der Stein ist auf jeden Fall gut to go. So, und jetzt müsste entweder unter dem Stein oder direkt vor dem Stein was sein. Ist jetzt... Also... Da muss er aber schon... mehr als genau hingucken. So, die Angelspots hier haben wir. Dann haben wir die beiden Digging-Spots auch. Wie sieht es denn da unten aus? Da ist nur der Bunker und der Checkpoint. Gott. Da ist noch ein Angelspot und da können wir wohl noch buddeln. Auch mal wieder weg. Okay, Sachen, die ich schon irgendwie total in dem Van erwartet hätte, aber irgendwie auch nicht.
Oh Gott, da ist noch ein Mast. Das geht so nicht. So, wo ist denn... Okay, wir laufen zumindest schon mal in das richtige Gebiet rein. Kommen bestimmt auch gleich noch Gegner, oder? Wenn hier noch 37 Gegner leben. Muss hier doch in dem nicht aufgedeckten Gebiet... Oh. Nein. Wo bist du? Da. So, ein weiteres Tier gezähmt. Sehr schön. Gott, da müssen wir... Die überleben doch jetzt echt nicht lange, oder? Also gerade mit den Endgame-Waffen bin ich da ja sehr skeptisch. Okay, das hat's zumindest überlebt. So, wir müssen aber schon noch auf die andere Seite der Wand, okay. Dann boxen wir uns doch einfach mal einen kleinen Durchgang. Dreckssträucher, man sieht die echt so schlecht, wenn da nichts dran wächst, ne? Ständig bleibt nur irgendwas hängen. Oh, okay. Da laufen wir mal außen drum rum. Na, shit. Okay. So geht's auch. Okay, und am Toxic Pond brauchen wir dann. Also da müssen wir dran angeln oder drin angeln, aber da brauchen wir dann halt Safety Gasmaske. Sonst sterben wir da leider. Das wäre vielleicht nicht so der Hit. Aber hier ist es ja auch gar nicht so kalt. Hier sind nur minus 17 Grad. Da kann man ja auch die Wollmütze mal abnehmen. Oder die Pelzmütze. Da drin steht ein Mast. Wie soll ich denn den jemals kriegen? Hier kommt doch jetzt auch wieder nur so Trash raus, oder? Also so Knochen und morsches Holz. Stimmt, mit dem Schwert ist das ja voll easy. Du hast vollkommen recht, Pira. Hatte gerade die Distanz des Schwertes vergessen. Oh, eine Holzhütte. Möchte ich wirklich erstmal Underground machen. Wenn wir da zügig hinkommen, muss ich mal gucken. Falls sich das wirklich anbietet, vielleicht auch nicht. Unser Rentier ist schon abgehauen, oder? Ist halt gerade ein bisschen auf den Sack bekommen und hat dann gedacht so, whoop, I'm out. Der Schlag war gefühlt nicht mal aufgeladen, aber gut. So, wie kommen wir denn jetzt am besten da rüber? Müssen wir schon ganz oben lang wackeln, ne? Das ist ja hart ungünstig. Dann gucke ich doch erstmal, ob wir hier noch irgendwas in der Gegend haben, aber das sieht tatsächlich nicht danach aus. Ne. Wir haben hier 94%, demnach müssten aber schon noch zwei Sachen fehlen. Ah, hier ist wohl auch noch ein Digging-Spot. Also da und da, und das sollten dann die letzten verbleibenden Sachen sein. Ich dachte gerade, es wäre ein Gegner, weil es halt einen Lebensbalken hatte, aber nun ja, ist schade um das Rentier, aber auch nur bedingt.
haben noch 18 Gegner. Das ist immer noch ganz schön viel. Können bei Gelegenheit mal in ein Lagerfeuer gehen und vielleicht die Mütze aufsetzen. Wobei, wir gehen ja relativ zügig wieder Richtung Süden. Falls wir nicht auf ewig zwischen den Bäumen stecken bleiben. Oh, ein Rentier. Durch. Ach, das ist so nervig, dass man da wirklich nochmal wechseln muss. Okay, ich hatte fest erwartet, dass das Rentier da reinläuft, aber... So, was brauchst denn du gerade? 3 Steine, kannst du haben. Kann ich das auch wegklicken? Muss ich davon irgendwas nehmen? Nee, da kommen wir nicht durch. Dann... Dann halt hier lang. Ja, super offensichtlicher Digging-Spot, ne? Also der springt einen ja auch sofort an. Also es kann natürlich sein, dass manche Sachen, die wir hier jetzt irgendwie damit aufdecken, dass man da vielleicht noch einen Geisterhirsch oder eine Quest oder so für kriegen würde. Aber bei den Quests müssten wir eigentlich 100% haben, oder? Also gut, nicht angenommene Quests werden hier auch einfach nicht stehen, aber... Quests müssen wir trotzdem alle haben. So, was wollt... Achso, wir müssen nochmal einmal schräg rüber. Brennt hier? Ja, natürlich. Ich gehe mal kurz ins Lagerfeuer, einfach für den Savepoint. Für den Fall, dass wir doch irgendwo umfallen.